Herr Mund, Sie sind der Besitzer dieses Weihnachtsbaums für den Schweriner Weihnachtsmarkt. Was hat Sie denn bewogen, den wegzugeben? Zum einen ist er sehr groß geworden, der Baum. Zum anderen nimmt er etwas Licht weg. Und zum anderen, denke ich mal, ist es ein sehr schön gewachsener Baum. Und der Weihnachtsmarkt, der Schweriner Weihnachtsmarkt, freut sich darüber. Wissen Sie denn, was das genau für eine Tanne ist? Nein, ich denke mal, das ist eine ganz normale Schweriner Tanne. Diese Tanne ist im Schlossgarten in der Gärtnerei mal gezogen worden und ist ungefähr 1975 durch meinen Vorbesitzer hier gepflanzt worden. Was war das heute Morgen für ein Gefühl, als sie dann abgesägt wurde? War das nicht ein bisschen wehmütig? Ich meine, 40 Jahre hat man da auf dieses Bäumchen geguckt. Also wir haben gestern ja so eine Vorortbesprechung gemacht, so eine Lagebesprechung. Und gestern Abend war mir dann schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Andererseits ist es aber auch so, dass ich zufrieden bin mit der Entscheidung und auch mit dem Weg, den der Baum jetzt nach Schwerin auf den Weihnachtsmarkt geht. Nicht alleine, wenn schon den Baum. Ja, dann muss ich aber weiter auseinandergehen, dann kann ich Sie nicht mehr hören. Also, was wollten Sie wissen? Ob das der zukünftige Weihnachtsbaum ist. Das ist der künftige Weihnachtsbaum vom Schweriner Weihnachtsmarkt. Und der stammt hier aus Kalkwerder. Und Sie sind gerade zufällig Zeuge geworden, wie der Baum sozusagen von seinem Ursprungsort zum Weihnachtsmarkt gebracht wird. Werden Sie denn mal besuchen, den Weihnachtsmarkt? Aber sicher. Ja? Mehrfach Glühwein trinken. Ja? Ja. Gehen Sie schon länger auf den Weihnachtsmarkt? Jedes Jahr. Jedes Jahr? Ja. Okay. Als Schweriner, das macht jeder. Was ist denn für Sie das Besondere am Schweriner Weihnachtsmarkt? Die Atmosphäre, das Flair, Vorweihnachtszeit, viele Lichter, viele Geschäfte, Lieder, Stimmung. Ja, das ist gar nicht so leicht. Herr Tegen, seit wie vielen Jahren fahren Sie denn hier den Weihnachtsbaum her? Da muss ich erstmal nachrechnen, aber bestimmt schon 20 Jahre. Also, wenn das einer kann, dann der Arno Tegen. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Ja, sorry. An der engsten Stelle, da kommt der Quatschkopf von der Presse und will noch ein bisschen, ja? Tja, so ist das mit der Presse. Nicht wann passt das, wann haben wir das beste Bild, ne? Genau. Und ich meine, überleg doch mal, wie viele Leute jetzt hier sitzen und mitfahren dürfen. Müssen Sie nur Eintritt nehmen hier. So, wir nähern uns dem Marktplatz. Auf der Puschkinstraße. Auf der ganz eng.
Schweine geht im Brille hier, weißt du? Werden Sie denn Ihren Baum mal besuchen? Wir werden öfter jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil wir wissen, dass es unser Baum ist, der dort steht.